Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief Deadly Shadows. Beim letzten Mal sind wir in die unteren Bibliotheken der Hüter vorgedrungen. Wir wollten jetzt wissen, was hier eigentlich passiert ist. Und ich hoffe mal, das und vieles mehr können wir bald rausfinden. Wir müssen in die Halle der Statuen gehen, um herauszufinden, what the fuck is wrong here? Irgendwer hat uns eine Nachricht hinterlassen, dass er dort auf uns wartet. Und wir sollten schauen, dass wir das herausfinden. Und danach so schnell wie möglich irgendwie das Weite suchen. Schauen wir mal nach, ob hier nochmal irgendwo was ist, aber... Oh, da habe ich was blitzen sehen. Aha! Vollkommen wertloses Buch. So, Halle der Statuen. Man darf gespannt sein. This is the place, all right. Why do I smell a rat? Terminus Animus, take the power, the glyphs, the bindings, live, walk, talk, and obey. Yes, my will, my desires. Terminus Animus, away! Is here among you somewhere. Seek, fetch, find him out. Crush him till breathing stops. Cut him till bleeding stops. Do not let him escape. Yes. I must leave you my helpers, my minions, my stone warriors, and secret myself away. Yes, must keep secret, must stay hidden a little while longer. Oh, so many secrets. The fuck? Wer zum Teufel war das? So, okay, ja, suchen Sie in Orlands Gemächern irgendwo im Stockwerk Informationen, das können wir jetzt wohl vergessen. Wenn Sie verlassen Sie das Kloster der Hüter durch die Altstadtpassage in den unteren Bibliotheken. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass diese Typen extrem stark sind und vermutlich auch durch nichts zu killen. Deswegen... Okay, deswegen machen wir es uns jetzt hier schön schnuckelig. Dass wir hier schön... Dass wir hier schön durchsneaken können. Die Kollegen hören sich echt nicht nett an. Oh, ich höre einen kommen. Sound, no motion.
Okay. Huh! Nichts hier weg hier. So, Freunde, da sind wir wieder. Ach ja, ich erinnere mich, ein Haufen toter Hüter sind auch hier. Aber zumindest keine Steinmonster. Ich habe jedes halbe Kloster hier ermordet, also... Oder K.O. geschlagen. Ja, jetzt fehlt mir ein Seilpfeil, aber ich kann ja auch Wände hochklettern. Aber leider nicht... Oh, scheiße. Wie bin ich denn hier nochmal reingekommen? Die große Frage ist, wie komme ich jetzt wieder raus? Und wo? Und wie? Und ich bin hier reingekommen, das weiß ich. Hier. Oh, ich muss an diesen Steinmonstern vorbei, oder? Es wäre auch sonst zu leicht gewesen. Warum habe ich das gewusst? Ich erinnere mich, beim letzten Mal war da nämlich eine Tür, die man noch nicht öffnen konnte, weil Garrett der Meinung war, oh, ich muss doch was erledigen. Ich glaube aber, von Selbstmord ist er nicht ausgegangen. Alter, geht doch mal aus dem Weg hier, toten Penner, echt. Die Glyphen kann ich ja jetzt wieder betätigen, also von daher... So... Na dann, ab in die Höhle des Löwen, es hilft nichts. So, wieder in den unteren Bibliotheken. Oh fuck, da geht der nächste auf und ab, ey. Crush finde ich uncool. Da hier drin höre ich auch einen rumlatschen. Du bleibst da, oder? Gut zu wissen, dass man auch Lüster löschen kann. So. Ist aber nichts wie weg hier. I'm out of here, bitches! Alter, Steinmonster. What's next? The Stinking Mafia? Oh, geschafft, Freunde. Wir sehen uns gleich hoffentlich in der Altstadt wieder in einem Stück. Bargained for. A hideous old woman who makes statues walk. Who is out for my blood and knows me by name. Orland doesn't seem to have a clue, so I don't think he's my man after all. Artemis didn't leave me much to go on either.
I managed to escape the ambush, but the Keepers still think I'm the enemy. In fact, I only know of one person who might be able to help me. A Hammerite named Inspector Drept. Ja, dann brauchen wir den guten Mann jetzt. Organisieren wir ihn uns. Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ne, Moment mal, wir sind ja gar nicht am Ende des Parts. Sorry, oder am Anfang. Wir müssen Inspector Drept finden. Wo auch immer wir hier jetzt übernachtet haben, ist es nicht unsere Bude. Ne, wir sind... Wir sind gerade frisch entkommen aus dem Kloster der Hüter. Ja, und wie soll ich da jetzt runterkommen, ihr Spaßvögel? So, jetzt erstmal die Ziele anschauen. So, suchen Sie in Aldale nach Inspector Drept. Vielleicht weiß er mehr über die Hexe, die Ihnen im Kloster der Hüter eine Falle gestellt hat. Klettern Sie durch das Fenster in Drepts Arbeitszimmer. Scheiße. Jetzt geht's aber ab hier. Could have been an echo, I guess. Didn't sound like one. What? A noise? Foul play, most assuredly. Oh, sie hat Schmuck bei sich. Aldale, ich muss mal schauen, wo bin ich denn überhaupt? Ich bin in der Altstadt. Ich muss erst mal überhaupt nach Aldale kommen. Ich bin gerade hier. Das heißt... Okay, alles klar. Jetzt muss ich erstmal irgendwie heil hier runterkommen, ohne zu verrecken. Oh, ja, das ist gut. Help! The killer's after me! Twice a day in ox blood, which stings like an angry patch of nettles, I'll tell you that. And a strict diet of kidney pies and soured milks. And the bad humors in your gut? The wife rubs my head with... I'm here. You'll be all right. Ist jetzt umgebracht worden. Naja, wir müssen auf jeden Fall hier lang, um nach Aldale zu kommen. Nothing. Not even sure I saw anything anyway. Tut mir leid, Kumpel. Du stehst im Weg. Oh, look at all the blood. Nix so ungut. So. Dann mal auf nach Aldale. Bin ich gespannt. Freunde, bis gleich. Aldale, one of the richest districts of the city, where high society types take strolls in the park or visit the museum with all their leisure time. Every thief in town knows there's plenty of wealth and baubles to be stolen among the opulence. Only a few know how to get at it. But I've got other things on my mind. It's not enough that every keeper in the city is trying to kill me, but now there's a mysterious old woman after me as well. So I've come to Aldale to find Inspector Drept. From what I've heard, he's obsessed with the fable of a murderous hag, and I'm sure there's a connection. I hope he has a lead for me, because if he doesn't, then I'm at a dead end. Hmm. We're lucky to have him. With Inspector Drept taking offices so close, should keep the riffraff at bay. I haven't noticed any difference in the level of riffrafferty. In fact, I don't feel safe walking down my own street.
And Wilson says there's an absolute throng of pagans that have taken over the park. Throng, really? Is he sure it's pagans? Maybe they're just, you know, shabby. Either way, when's the last time you enjoyed a stroll through the Aldale Public Gardens, Lady Cafferty? Well, just the other... Was it... I'm sure I recall it wasn't too long ago. So much for your Inspector Drept keeping us all safe. Really, Oscar, you poo-poo everything. Besides, I really do feel safer. I'll wager you only feel safe when you're in the pub, considering the inspector's workshop is right near there. Am I right? Tut-tut. The discussion is over. Okay. Ein paar Dinge über den guten Inspektor erfahren. Da schlendert schon mal ein Wachmann rum. Karte. Okay. Wir sind jetzt hier reingekommen. Wir sind gleich mal links lang. Platzpumpe, Park, Kneipe. Heiden, Park, Hand. Das heißt, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Erstmal, wir erkunden natürlich noch das ganze Viertel, aber... So, Bericht der Stadtwache, Bezirk Aldale. Null Morde, null... Ah, come on! Now who's got the bad humor, eh? Look, not even a scar! I don't believe it! But it's true! See? Good as new! But that thing infested to the very bone. I was sure they'd have to resort to the knife. Doc says once you get rid of the bad humors, then the ox blood can do its job. That plus no bathing, still. Say, what's that on your hand? Oh, I don't know. Just a scrape, an abrasion or something. Nothing to worry about. Anyway, who's got money for a doctor, right? So, da vorne sehe ich schon mal ein Hammer-Symbol. Hier ist es mir entschieden zu hell. Out. I didn't feel any draft. Torch must have gone out. Dreh dich um, Kumpel. Better search around a little. Get my blood going. Eine Ölflasche. Ah, Garrett. Oh. It's been a long time. So long, in fact, I was sure you were dead or rotting in a cell somewhere. I guess I should have remembered how resourceful you are. Anyway, I suppose the polite thing to do would be to say hello, wouldn't it? So, alles verkauft. A rather large haul, wouldn't you say? Been carrying it around for a while? Ja, viele Sachen davon trage ich tatsächlich schon sehr lange mit mir rum. Ich dachte, ich bin mit den Heiden, stehe ich da nicht so gut? Nein, bin ich nicht, scheiße. I think it was around here somewhere. Someone sneakering around. Okay, die alte muss beseitigt werden, damit ich... Bees you afraid? Ibees hates a coward. Come out! You be sorry when I find you. Und das hier sind übrigens diese Steine, glaube ich. Weird, badsy things, but... My bees can't figure it out. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt so einer war. Ja, Tatsache.
Hat sich ein bisschen verbessert. Trotzdem noch feindselig. Gut, dann. What's that? Someone sneaking's here. IBs know it. So. Ah, okay, durchs Fenster also. This place hath nothing of value for thee to steal. I'm more interested in those papers of yours. If they can tell me anything about a crone that talks to statues. Thou hast seen the hag? Not just seen. She tried to kill me, but I hear you've been trailing her for years. Yea, I hath followed her trail, but it hath not been clear. I hath even doubted anon that her crimes weren't more than my own imaginings. But that thou hast seen her as well. 'Twas in my boyhood, in the orphanage known as the Shalebridge Cradle, that I spied her. I didst play at a game with mine friend, and I was hidden, and my friend sought me. Then a hag, a bent and evil apparition, came from the darkness, near enough to touch, and my friend did scream. But I was a child, and afraid. And then, 'twas over. The orphanage grew a dark and haunted place, and now none dare enter. When came I to mine manhood, and was saved by the order of the hammer, I sought the hag again. The hag wears death about her as a cloak. Some who meet her doth vanish, others perish with bloody work done upon their bodies. There are hints spoken of creatures made of stone, and ever the tale of a hag, a bent old woman, ever old, but growing no older, in a span that hath taken me from boyhood to mine own age. And you tell me how to find her? She finds her prey now in Aldale, but 'twas in Shalebridge her murders didst begin. Seekest thou a start upon her trail there? 'Tis the only place I hath e'er spied her for certain, but I dare never return to that place. That's a good place to start looking. I have no interest in being the latest in her string of murders. Hiding. Hiding. Where be someone hiding? So, was haben wir denn jetzt vor? Gehen Sie zur Shellbridge-Wiege, um mehr über die Hexe herauszufinden. Die Wiege liegt in der Altstadt, unweit des Tors zu den Docks. Naja, da sind wir sogar schon vorbeigekommen. IBs looked and looked and still no murderer to find. Probably they ran off. Hast du es nicht anders verdient, echt. So, dann Shalebridge-Wiege ist es also. Yes, indeed. For a brisk stroll. Taking the air, treading the stones, walking, walking. Yes, indeed. Dann mal zurück zur Altstadt und auf dem Weg zur Shalebridge-Wiege, Freunde. Bis gleich. Nun denn, da sind wir in der Altstadt. So, wir müssen jetzt Kloster der Hüter, da kommen wir her, vor Eisenholz, zu den Docks. Das heißt, wir müssen davor und dann links, also quasi hier jetzt an den Wachen vorbei. Pardon, Sir. Ohohoho, da sehe ich schon unser Missionszeichen, Freunde. Ei, ei, ei. Ja, aber da trauen wir uns dann erst beim nächsten Mal wieder rein. Und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play Thief Deadly Shadows. Und
Schauen wir mal, was die Shadebridge-Wiege zu erzählen hat. Ich bin ehrlicherweise gar nicht so scharf drauf. Naja, wir sehen uns. Bis dahin. Freunde, macht's gut. Gruselt euch nicht zu sehr.